Wir alle wissen ja, es gibt leider sehr, sehr wenig lustige Männer in der Comedy. Aber wir haben einen gefunden und dann auch noch den allerlustigsten. Bitte begrüßt jetzt mit mir Markus Barth. Danke sehr, vielen Dank. Dankeschön. Ihr habt ja gelesen, wir sollen alle weniger fliegen wegen der Klimakrise und so. Das macht auch alles Sinn, aber ich finde, ein Argument gegen das Fliegen wird immer wieder vergessen, nämlich, dass es einfach total beschissen ist. Es geht schon beim Check-in-Schalter los für dich. Wisst ihr, was ich hasse? Sind diese Absperrband-Gitter-Labyrinth-Dinger. Was soll das sein? Ist das ein Maislabyrinth für sehr dumme Menschen? Oder was? Soll man da mit seinem Wägelchen rein so, wo ich hier wohl rauskomme, doch. Und ich weiß, die Dinger machen Sinn, wenn es sehr voll ist. Aber ganz ehrlich, beim Kölner Flughafen sind die morgens um 5 aufgebaut, wenn kein Mensch da ist. Ich bin kürzlich mal wieder mit so einem Billigflieger geflogen. Und die Airline, mit der ich geflogen bin, hieß Flybe. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt zufällig. Kennt zufällig jemand den Slogan von Flybe? Tatsächlich, einer von, weißt du, wie der Slogan von Flybe ist? Nein, ich sag's dir, Achtung, Flybe, faster than rail or road. Ich übersetze das mal. Flybe, schneller als Zug oder Auto. Und ich habe das so gelesen und dachte mir, yo, das hoffe ich. Es tut mir leid, aber ein Flugzeug, das nicht schneller ist als Zug oder Auto, stürzt ab. Was ist das für eine Werbung? Es gibt auch keine Werbung. Apple Computer, schneller als Kopfrechnen. Durex Kondome, sicherer als ohne. Und ganz ehrlich, so richtig schlimm wird es dann erst im Flieger. Man muss ja, ich meine, ihr seht, ich habe jetzt wirklich keine langen Beine. Ja. Aber in dem Flieger wusste ich nicht mal, wo ich meine Knie bringen soll. Kannst du mir wieder so reingefaltet, so Menschen-Origami gemacht. Kennst du das, wenn du auf deinem Sitz sitzt und du guckst zur Gepäckablage und beneidest dein Handgepäck? Einfach weil du denkst, oh, mein Trolley hat's gut, ey. Der kann die Rollen ausstrecken. Bin kürzlich mit Ryanair geflogen und wir hatten so eine russische 2-Meter-Mann-Vibe-Flugbegleiterin, die konnte dem Ding überhaupt nicht aufrecht gehen. Die ist den ganzen Flug über mit so eingezogenem Kopf durch den Gang, so ihr Wägelchen vor sich, so Duty-Free-Shopping. Duty-Free-Shopping. Das ist aus wie bei The Walking Dead. Weißt du? Duty-Free. Und dann kommt sie zu meinem Sitz und ich sage so, Entschuldigung, ich hätte gern Bier. Und sie so, ja, das hätte ich auch gerne. Duty-Free-Shopping. Ich finde alles am Fliegen beschissen. Ich hab die ganze Reise bei Booking.com gebucht. Es ist die stressigste Internetseite der Welt, ganz ehrlich. Du bist kaum drauf, ploppen schon 20 Fenster auf und 5 rote Pfeile erscheinen. Und überall steht, sie interessieren sich für Italien. 25 andere Kunden interessieren sich für Italien. Italien ist heute sehr beliebt. Buchen Sie jetzt Italien. Italien, Italien. Ach, tut mir leid, Italien ist voll. So, das ist Booking.com. Und da fiel mir wieder auf, sowas kannst du nur im Internet machen, oder? Ganz ehrlich, das würden wir uns im echten Leben nie gefallen lassen. Stell mal vor, mein Metzger würde so arbeiten wie Booking.com. Nee, stell mal vor, du gehst in die Metzgerei, machst die Tür auf, dein Metzger guckt dich an. Guten Tag, Sie interessieren sich für Wurst. Ich hätte gern 2 Kilo Gulasch. 25 andere Kunden interessieren sich für Gulasch. Gulasch ist heute sehr beliebt. Gulasch hat eine Weiterempfehlungsrate von 98%. Präzisieren Sie Ihre Gulaschanfrage, um bessere Gulaschergebnisse zu erzielen. Folgende Filter stehen Ihnen zur Verfügung. Große Brocken, kleine Brocken, mittlere Brocken. Und irgendwann sagst du, bitte, ich will einfach 2 Kilo Gulasch. 20 Euro, stimmt das? Schade, die Preise haben sich geändert. Macht 58.000 Euro. Aber eins sage ich euch, wenn Sie mir dann noch einen Keks in die Hand drücken und sagen, wir platzieren jetzt Cookies, dann bin ich raus. Dankeschön.